Also es gab in der Nacht zweimal Luftalarm, es gab einmal am Morgen Luftalarm. Hier in Kiew allerdings keine Raketen, die eingeschlagen wären. Anders die Situation in Nikopol und in Saporischschja, also im Südosten des Landes. Diese beiden Städte wurden wieder massiv angegriffen. Bislang gibt es von dort Verletzte zu berichten, allerdings keine Toten, keine größeren Schäden, wie es heißt, aus der Region. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was auch Christoph Vanagard in Moskau gesagt hat. Es ist hier für Kiew klar und es ist für den ukrainischen Präsidenten klar, dass man sich eben nicht an den Verhandlungstisch zwingen lässt, nicht durch Angriffe, nicht durch Raketen. Und man ist nicht bereit, in irgendeiner Form mit Moskau momentan überhaupt zu sprechen. Die Grundvoraussetzungen, die Grundbedingungen bleiben dieselben. Die Russen müssen sich aus allen besetzten Gebieten zurückziehen und das ist eben auch die Krim. Und solange das nicht passiert ist, solange die Angriffe nicht eingestellt werden, wird man mit Sicherheit nicht mit Moskau verhandeln. Das ist Fakt. Wir hatten hier die Möglichkeit, in Kiew mit dem Bürgermeister Vitali Klitschko zu sprechen über die Situation in der Stadt und mit dem über das, was er für die Stadt und für die Region hier noch befürchtet. Am Montagmorgen schlagen die ersten Raketen in Kiew ein. Nur knapp verfehlt dabei eines der Geschosse diese Fußgängerbrücke. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, macht sich persönlich ein Bild von den Schäden. Ich sehe Trümmer, Fragmente von Raketen, überall Glasscherben. Aber ich bin überzeugt, dass wir das alles wieder aufbauen werden. Hier gibt es keine wirklich großen Schäden, aber es gibt einen Krater. Unten ist ein großer Krater. Die verfehlte Glasbodenbrücke gilt in Kiew als eine Touristenattraktion. Ihr militärischer Nutzen ist hingegen wohl eher als gering einzuschätzen. Und auch sonst haben Putins Raketen in der Hauptstadt vor allem zivile Ziele getroffen. Klare Kriegsverbrechen, so Klitschko. Wir treffen den Bürgermeister zum Interview. Putin hat sehr oft erzählt, das ist eine spezielle Operation, extra gegen ukrainische Militär. Und heute sehen wir, eine Rakete ist Kinderspielplatz getroffen, ein riesiger Krater ist da. Das ist alles ist Lügerei. Nach Monaten relativer Ruhe müssen sich die Bewohner der Hauptstadt wieder in Kellern verstecken, suchen in U-Bahnhöfen Schutz. Sein Ziel, mit den Angriffen Angst und Unsicherheit unter den Menschen zu schüren, habe der Kreml aber verfehlt. Ich spreche mit vielen Leuten in unserer Stadt und die Leute selbstverständlich machen Sorgen, aber trotzdem nicht depressiv und wütig dagegen, gegen solche Angriffe. Die Zukunft der Ukraine sieht Klitschko in Europa, den Überfall auf sein Land als einen Angriff auf die westliche Wertegemeinschaft. Die bittet er um weitere militärische Unterstützung. Wir brauchen Verteidigungswaffen, weil wir war immer ein friedliches Volk, friedliches Land. Wir waren niemals aggressiv gegen andere unserer Nachbarn. Und was heute passiert, das ist ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte. Persönlich steht Klitschko ebenfalls im Visier der Russen. Und zumindest aus deren Sicht macht dennoch der misslungene Angriff auf die Glasbodenbrücke Sinn. Die wird, seit der Bürgermeister sie 2019 eröffnet hatte, im Volksmund auch Klitschko-Brücke genannt. So, noch ein kurzes Wort, weil Vitali Klitschko ja gerade auch von dem Kinderspielplatz gesprochen wurde, der angegriffen wurde. An dem sind wir jetzt hier. An dem Morgen sind hier schon die ersten Arbeiter gekommen, um dieses Loch wieder zuzuschütten. Es wurden hier Baumarbeiten auch vorgenommen und wir sehen das auch an anderen Orten in der Stadt, an einer Kreuzung hier ganz in der Nähe. Da ist es beispielsweise so, das Loch, der Krater, der dort gerissen wurde von einer Rakete, der ist inzwischen wieder zugeschüttet. Der Verkehr rollt da wieder und man versucht, all diese Wunden, die Angriffe geschlagen haben, so schnell wie möglich hier in der Stadt auch wieder verschwinden zu lassen. Steffen, jetzt haben wir heute Morgen Meldungen bekommen, dass russische Munition, russisches Militärgut von Belarus auf die Krim verlegt werden soll. Das ist natürlich zum Schutz der völkerrechtswidrig annektierten Insel durch Russland passiert. Aber was bedeutet das, wie schätzt du das ein für den weiteren Kriegsverlauf auch? Denn wir wissen ja, dass die ukrainischen Truppen im Süden Landgewinne verzeichnet haben in den vergangenen Tagen.
Also zunächst einmal, es gab ja die Meldung, dass möglicherweise diese Truppen, die angeblich da in Belarus zusammengezogen würden, belarussische und russische Truppen, dass die auch Angriffe durchführen könnten, dass Bodentruppen entsendet werden könnten. All das, glaube ich, diese Meldung, die wir auch heute haben, zeigt, dass das nicht der Fall ist, dass da maximal tatsächlich Verteidigungstruppen zusammengestellt werden. Was das für den weiteren Kriegsverlauf bedeutet, das ist vor allem eines, dass ganz offensichtlich Russland den Nordosten und auch den Donbass, also auch die Region Luhansk, weiter vernachlässigen wird, vernachlässigen muss, vermutlich eher, um den Süden zu schützen. Und den Süden zu schützen, das bedeutet die Region Cherson. Cherson ist die Provinz, die die Ukrainer jetzt mit Vehemenz versuchen einzunehmen, um dann vorstoßen zu können, auch in Richtung Krim. Also Moskau versucht dort jetzt die Krim mehr und mehr zu schützen. Und das heißt natürlich, dass man sich an anderen Teilen, in anderen Bereichen der Front Blößen geben wird, was den Ukrainern vermutlich wieder in die Hände spielt. Steffen, danke für deine Einordnungen nach Kiew. Du und dein Kameramann Andreas, bitte passt weiter gut auf euch auf. Du hast es ja auch selbst gesagt, es herrschte wieder Luftalarm in Kiew.